Wir schauen uns jetzt noch als moderne Softwareentwicklungsparadigmen lose gekoppelte Koordinationsmechanismen an. Das heißt, wir abstrahieren nochmal von den reinen Kommunikationsschnittstellen, die wir vorhin besprochen haben, wo es also um Webservice und REST ging, und gehen auf Ebene der Softwareentwicklung. Das heißt, innerhalb einer Programmiersprache, wie lässt sich da lose gekoppelte Koordination realisieren? Und wir machen das anhand des sogenannten Actor Model. Da ist ein Tippfehler. Das Actor Model gibt es schon lange, ist aber erst in den letzten Jahren durch das Aufkommen von nebenläufigen Programmiersprachen bzw. Frameworks, die das Umsetzen des Actor Frameworks einfach machen, populär geworden. Grundsätzlich, bevor wir auf das Actor Model im Detail eingehen, sozusagen, wir haben ja mit einer objektorientierten Programmierung, die dann auch in der Lage ist, einzelne Programmteile nebenläufig auszuführen in der Form von Threads oder komplett nebenläufigen Prozessen, ja grundsätzlich die Möglichkeit, lose gekoppelte Kommunikation oder Koordination zu realisieren. Was heißt lose gekoppelt? Lose gekoppelt heißt, wenn wir zwei Systemkomponenten haben, dann sollen die voneinander im Wesentlichen nichts wissen, sondern nur über den Kommunikationsablauf zwischen ihnen gekoppelt sein. Und wenn einer aus irgendeinem Grund einen Fehler aufweist, also nicht weiter ausgeführt werden kann, dann soll das dem zweiten keine Schwierigkeiten machen. Diese Kopplung über Nachrichten, die haben wir im Wesentlichen in der Objektorientierung ebenfalls schon realisiert. Was machen Objekte untereinander? Die verbergen, oder Klassen, die wenn man spezifiziert, die verbergen ihren Zustand von anderen Objekten. Also wir haben private Attribute, die nach innen hin den Zustand des Objekts repräsentieren. Und wir haben einige Methoden, die öffentlich geschalten sind und die man ansprechen kann, indem man im Wesentlichen dem Objekt eine Nachricht schickt und sagt, bitte führe diese Methode mit diesen Daten aus. Also dieser Teil der losen Kopplung über Nachrichten, den haben wir üblicherweise. Allerdings ist in der objektorientierten Programmierung diese Kopplung nach wie vor synchron. Das heißt, wir übergeben den Kontrollfluss an das andere Objekt, wenn wir die Methode aufrufen, und wir führen erst fort, wenn wir die Antwort bekommen. Das ist ein Problem, wenn ein Fehler auftritt. Wenn ein Fehler auftritt, dann bekommt das andere Objekt damit grundsätzlich mit und muss irgendwie darauf reagieren, und wir verletzen diese Anforderung der losen Kopplung. Das heißt, das möchte man vermeiden, und da setzt das Actor Model an. Das trennt wirklich ganz strikt zwischen den einzelnen Objekten, die jetzt da nicht mehr Objekte heißen, sondern Actors oder Aktoren. Und diese Aktoren wissen tatsächlich nichts mehr voneinander und können ausschließlich asynchron kommunizieren. Asynchron heißt, wir schicken einem anderen Actor eine Nachricht, wissen aber nicht, ob und wann eine Antwort zurückkommt. Also müssen unsere Actors so gestalten, dass die zwar vielleicht ihr Programm oder ihre Aufgabe nicht vollkommen fertig ausführen können, wenn keine Antwort kommt, aber deswegen nicht in einen Fehlerfall laufen. So. So viel zu den Grundlagen. Was ist jetzt das Funktionsprinzip? Ein Actor, also was ist jetzt ein Actor? Das ist eine nebenläufige Einheit, also ein Prozess, der komplett gekapselt ist. Das heißt, in keinem Fall über einen geteilten Speicherbereich mit einem anderen Aktor verfügt. Das macht das Leben, was die Programmierung innerhalb eines Actors betrifft, relativ einfach. Es ist nämlich nicht möglich, dass man mehrere Threads in einem Actor hat, dass also simultaner Zugriff auf eine und dieselbe Ressource passiert, und man muss sich deswegen nicht um irgendwelche Locking-Mechanismen oder Zugriffssteuerungen kümmern. Ein Actor hat im Wesentlichen einen Posteingang, also dort, wo er Nachrichten empfängt, eine Adresse und ein Verhalten, das spezifiziert, was er mit Nachrichten machen kann. Wenn eine Nachricht eingeht, dann haben wir sowas wie ein Ereignis. Und die Nachrichten werden nach dem sogenannten FIFO-Prinzip verarbeitet, also First In, First Out. Die älteste Nachricht, die im Posteingang liegt, wird als erstes im Verhalten
verarbeitet. Also das ist nicht wahlfrei, sondern die Nachrichten werden einfach quasi immer wieder nach vorne geschoben. Der Actor nimmt sich die nächste raus, schaut diese Nachricht an und schaut, ob er in seinem Verhalten eine Reaktion auf deren Nachrichten, auf diese Nachricht spezifiziert hat. Was kann so eine Reaktion sein? Er kann sie verarbeiten und kann erst selbst wieder eine Nachricht schicken, entweder an sich selbst, das wäre quasi in einer objektorientierten Programmierung ein Methodenaufruf innerhalb des Objektes, oder eine Nachricht an einen anderen Actor schicken. Er kann neue Aktoren erzeugen, die dann irgendwas weitermachen, oder er kann das eigene Verhalten verändern. Der ist also zustandsbehaftet im Sinne von, wenn wir vorher zu REST, das wir schon besprochen haben, abgrenzen. Bei REST oder generell bei HTTP-Webservern haben wir von zustandslosen Prozessen gesprochen. Hier haben wir einen zustandsbehafteten Prozess, das heißt, auf Basis einer Nachricht kann ein Actor sein Verhalten ändern, und wenn er dann die nächste Nachricht bekommt, dann wird er auf diese anders reagieren, als wenn er reagiert hätte, wenn er die vorangegangene Nachricht nicht erhalten hätte. Was ist jetzt der Vorteil und der Nachteil des Ganzen? Die Vorteile habe ich schon erwähnt. Die Programmierung innerhalb eines Actors ist rein sequenziell. Das macht es einfacher, den zu konzipieren. Wir brauchen keine Gedanken verlieren über simultanen Zugriff auf Speicher und können deswegen nicht in irgendwelche Probleme laufen. Auf der anderen Seite, dadurch, dass es eben keinen Shared Memory gibt, liegen Informationen, die wir an mehreren Stellen in unserer Applikation brauchen, dann auch mehrfach im Speicher. Das heißt, wir haben einen erhöhten Speicherbedarf und wir haben einen erhöhten Ressourcenaufwand, weil natürlich dieses Nachrichtenverschicken ebenfalls aufwendig ist als ein einfacher Funktionsaufruf. Das heißt, wir brauchen, damit wir das Actor Model sinnvoll realisieren können, relativ leistungsfähige Systeme, Systeme, die viel Speicher anbieten. Dann ist es aber grundsätzlich angenehmer zu programmieren. Es bedarf eines Umdenkens, wie man seine Applikation baut, aber dann wäre es grundsätzlich möglich, komplett nebenläufige und eigenständig agierende Komponenten in der Applikation zu haben. Wir schauen uns das jetzt noch ganz kurz an einem Beispiel an.